Genau. Dann müssen wir es umwandeln zu einem Solid, zu einem Körper. Das geht dann über Part. Und da gibt es dann unter Formteil. Moment, erstmal anwählen im linken im Baum, dass es selektiert ist. Genau. Und dann immer Formteil. Da gibt es Form aus Dreiecksnetz. Dann lösch mal das Mesh raus, um den Rechner ein bisschen schneller zu machen. Genau. So, und jetzt diesen verbleibenden Apparat nochmal anklicken, links, dass er selektiert ist. Und dann wieder unter Formteil. Also mal gucken. Festkörper erzeugen. Das kann auch ein bisschen was dauern. Und dann haben wir im Prinzip die Situation, dass er daraus einen Schwerpunkt errechnen kann. Ja, jetzt kannst du wieder das erste weglöschen. Das stört dann wieder. So, jetzt können wir mal das Achsenkreuz einblenden, um zu gucken, wie das Ding jetzt im Raum liegt. Und wenn wir jetzt die XY-Ebene als Boden mal nehmen, das ist vielleicht ganz günstig, weil auch die Druckteile ja auf XY im Prinzip liegen. Dass du jetzt mal mit Transform das Ding so drehst und bewegst, wie das Ding dann im Raum sein soll. Jetzt kannst du ja mit Transformieren so lange das drehen und schieben und verändern, bis es die Position hat, die du gerne hättest. Ja, und jetzt müssen wir natürlich jetzt wissen, wo der Schwerpunkt ist und den nach unten loten, damit wir da den Fuß anfangen, meinetwegen kreisförmig. Ja, also das, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ein Makro, was das macht. Das müsste FC Info heißen, FreeCut Info. FC Info. Und jetzt erstellen wir einen Punkt. Die Arbeitsebene steht noch nicht richtig. Die steht auf Auto, die müssen wir auf Top stellen. Ja, das haut hin. Drehen wir ein bisschen das 3D-Fenster. Das wird passen. Immer auf Kreis. Und dann sagst du bei Punkt eingeben, gehst du auf Fangen in der Nähe von. Das ist in der Nähe von. Und alle anderen schaltest du ab. Also den Fangende schaltest du ab. Und jetzt packst du den Schwerpunkt unten als Startpunkt von dem Kreis. Klick. Und jetzt machst du einen Durchmesser, einen Radius. Was möchtest du da haben? 5 Zentimeter, ne? Ja, 5, also 50. 50 Enter. Und jetzt dreh mal das Ding ein bisschen. Genau. Und wie dick würdest du denn drucken wollen? 2 Zentimeter oder was meinst du, was macht das Sinn? Drück mal jetzt die Taste Trimax. Klick. Und dann die Taste Z. Und das geht nach oben aus dem Bild raus. Ja, und dann gib mal 21 mm. So. Und jetzt können wir die Kante auch stark abrunden. Wenn du die obere Kante mal anklickst. Genau. Und jetzt gehst du auf Part. Dann gehst du auf Kante runden. Ne, links daneben. Und dann machst du mal 10 mm ab. Oder nee, nicht 10. Ja, doch, 10 ist gut. 10 mm. Okay. So, und jetzt würde ich einfach mal so wieder mit Fangen in der Nähe von eine Linie erzeugen. Also gehen wir auf, das kannst du also lassen, gehen wir mal auf Linie erzeugen. Das ist eher eine Linie. Und jetzt packst du mal so einen Punkt etwa von der untersten Stelle von dem Pedal. Jetzt mal Klick machst. Und dann drückst du jetzt die Taste Y. Und zieh mal jetzt die Cursor nach unten. Genau. Ja, irgendwo da, genau, irgendwo da los, irgendwo da anklicken, genau. Klick. Und jetzt mal drehst, dann haben wir jetzt die Position, wo wir die Mitte haben von dem zweiten Teil. Klick nochmal die untere Fläche an von dem ersten Puck. Und klick, mach da auch mal die Arbeitsebene. Genau. Und dann sagst du, klickst auch das Suchfeld, das Fangfeld ein, auf Ebene einrasten. Also das ist dann genau rechts und ein nach weiter nach rechts. Ne, da, genau. Und Fang in der Nähe von machst du wieder weg. Und Fang ein Ende machst du auch wieder an. Und dann sagst du, Kreis erzeugen. Und dann fährst du mit der Maus auf die Linie.
Genau, jetzt hat das. Jetzt nochmal Klick. Und jetzt, ja, jetzt kannst du einen Wert eingeben und du kannst aber auch, wir können das jetzt genau passend machen. Enter und Enter drücken. Trimax, Taste Z, 20. Genau, und dann klick mal die beiden Pucks auf Unsichtbar mit Anklicken und Leertaste. Wenn du jetzt mal irgendwo eine schöne Fläche anklickst, ein bisschen weiter nach rechts, da genau, klick anklicken, dann Arbeitsebene und dann sagst du Kreisbogen erstellen. Und Kreisbogen mit drei Punkte. Und jetzt genau in der Nähe von passt und auf Arbeitsebene passt auch. Dann machst du drei Punkte ungefähr von dem, wo dann den Bogen, wo es dann passt. Klick. So, und jetzt machen wir einen Kreis mit der Fangfunktion fangen Mitte. Genau. Und jetzt fährst du auf die Kante. Da hast du. Klick, klick. Und ja, vom Durchmesser kannst du jetzt die Kante an nochmal anklicken, dass er den Durchmesser hat. Genau. Klick. Genau. Trimax. Z-Taste. Und jetzt fährst du nach oben aus dem Bild raus. Z-Taste einmal drücken. Nach oben aus dem Bild rausfahren. Und dann wolltest du 25 mm, glaube ich, haben, ne? Und dann blendest du den zweiten Puck wieder ein. Und dann machst du jetzt mit gedrückter Steuerungstaste, wählst du dann auch das neue Teil an. Cut, genau. Ja, und dann kannst du die beiden fusionieren, damit es ein Teil wird zum Drucken. Da machst du dann, ja, mit einer mit gedrückter Steuerungstaste, genau. Und dann fusionieren. Jetzt haben wir ein Stück. Ja, dann können wir das Panel wieder einblenden und klick mal von unten auf den Puck als Arbeitsebene setzen. Genau. Und dann sagst du Kreis erzeugen. Und da kannst du jetzt ungefähr die Mitte so anpeilen, genau. Trimax aufpolstern. 20. Die Z-Taste nach unten rausfahren, genau 20. Arbeitsebene oben auf den Puck, genau Arbeitsebene. Und jetzt hältst du dann Kreis Mitte, dann machst du da ne, fangen Mitte, genau. Jetzt können wir nämlich den mittleren Ring fangen, dann tauchen da schon 1 cm ein damit mit dem Kreis. Fangen wir den mittleren Ring von dem Puck. Klick. Genau. Dann sind wir schon eingetaucht. Radius vielleicht ein Zentimeter. Ja, oder ein Radius. 0,7 ist ja 0,7 mm. Aber das kannst du unten anpassen in dem Tab, in dem Eigenschaften-Tab, unten links. Und das 0,7 auf 7 änderst. Dann haben wir jetzt den richtigen, haben wir 14 mm Durchmesser. Und wenn du jetzt den Circle nochmal anklickst, dass das aktiv ist, Jetzt machen wir einen Trimax. und Trimax, Z. Und jetzt musst du, mach mal diese Rear-Peilung, dass du das auf Rear hast. Und jetzt, genau, und mach mal die Fangfunktion Mitte aus. Ja. Und wenn wir jetzt unsere Arbeitsebene erstmal auf Front setzen, ja, genau, Arbeitsebene Front. Und jetzt erzeugen wir uns eine Hilfsarbeitsebene mit einem Kreis. Gehen wir auf Kreis erstellen und gehen wir auf Fangen Mittelpunkt. Genau. Und dann fängst du den Mittelpunkt von dem Stab oben. Drehst ein bisschen das Ding. Genau. Da fängst du den Mittelpunkt von dem Stab. Klick. Und jetzt ziehst du den Kreis auf. Irgendwohin, genau, irgendwohin. Klick. So, und das ist jetzt unsere Arbeitsebene, wo das Schild sich befinden soll. Und jetzt kannst du diese Ebene ist ja noch angeklickt, diesen Kreis, gehst nochmal, klickst nochmal auf Arbeitsebene.
Klick. Und jetzt kannst du den Kreis wieder ausblenden. Und jetzt haben wir die Arbeitsebene genau da, wo unser Schild entstehen soll. Und jetzt können wir das Schild jetzt können wir das Schild als Rechteck konstruieren. Gehen wir auf Rechteck. Kann das jetzt ruhig hier so von hinten lassen? Ja, genau. Rechteck, ja. Genau, und dann machst du die Fangfunktion Fangen Mitte wieder weg. Und jetzt ziehst du das Rechteck so auf von einer Ecke zur anderen, wie du es haben willst. Du musst natürlich jetzt ein bisschen darauf achten, dass du noch eintauchst in den Stift, dass der Stift da reinragt in das Rechteck. Und dann klickst du mal dahin, wie es dann sein soll. So, wenn ich das richtig sehe, taucht dein Schild schon ein bisschen in den Schläger ein. Das ist ganz gut, weil da können wir dann die Mulde machen. Ne? Ich würde das mit Part Extrusion machen, weil das symmetrisch gemacht werden kann. Extrusion, ganz links, genau. So, und wenn der Stift, wie dick hat man den Stab? Hat man 14? 7 war der, also 14. Genau, dann machen wir das jetzt hier meinetwegen 2 mal 10. Also 20 insgesamt symmetrisch. Hier? Ja, 20. Und darunter ist symmetrisch. Symmetrisch. Und okay. Das mal als Arbeitsebene an. So, Arbeitsebene ist jetzt hier drauf. Die Klack. Ist jetzt hier. Genau, dann machst du Kreis erstellen und dann wieder fangen in der Nähe von. Also so genau kommt es ja nicht drauf an. Machst du ungefähr. Genau. Genau, und dann nicht ganz bis zum Rand, weil das ist ja nicht ganz so dick wie das Ende. Und jetzt kannst du den Pedal schon rausschmeißen. Mit entfernen, löschen. Und jetzt wählst du diesen Kreis an. Genau. Dann Trimex. Dann Z. Ja, richtig großzügig drüber weg, genau. Ach so, ja, das ist ja egal. Ja, genau. So, und diese Fusion anklicken als weich, als erstes. Und dann, genau, und als zweites den Zylinder und dann schneiden, genau.